Servus, Savadi Krab und Ai Gude. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ich muss euch erzählen, ich habe mein Ansteckmikrofon vergessen. Deshalb geht es jetzt übers Kameramikrofon. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Was ich nicht vergessen habe, ist der Pius. Der Pius hat einen eigenen YouTube-Kanal, den wir da gleich vorstellen. Der Pius ist Schweizer in Thailand. Er wird er euch gleich vorstellen. Seit über 3,5 Jahren in Thailand. Ja, sagen wir gleich. Ich will noch ein paar Sätze alles sagen. Klar. Ich habe neulich wieder in irgendeinem Thailand-Forum in einem Kommentar gesehen, Pattaya ist ja nicht Thailand. Das ist richtig. Bangkok ist aber auch nicht Thailand. Phuket ist nicht Thailand. Chiang Mai ist nicht Thailand. Khon Kaen ist nicht Thailand. Frankfurt ist nicht Deutschland. Berlin ist auch nicht Deutschland. Hamburg sowieso nicht. Hamburg besteht ja bloß aus Reeperbahn und Herbertstraße. Ähnlich wie Pattaya und Soi Six und Walking Street. Lasst euch nicht irritieren. Wenn ihr mal ein paar Meter rausgeht aus der Stadt, dann seht ihr das thailändischste Thailand aller Thailänder. Das war jetzt natürlich stark übertrieben. Aber außerhalb Pattaya findet ihr tatsächlich das richtige Thailand. Und jetzt kommt der Pius zu Wort. Ja, herzlichen Dank, Stefan, dass wir heute zusammen auf die Tour gehen können. Ich habe dich eingeladen zu mir runter, ein bisschen südlicher von Pattaya. Sag das nochmal. Wie heißt der Ort? Ein bisschen südlicher von Pattaya, habe ich gesagt. Was Thailand ist, ja. Nicht wie Pattaya, das nicht zu Thailand gehört, wie du soeben gesagt hast. Ja. Wie gesagt, ich habe auch einen sehr eigenen YouTube-Kanal, Pius Schmidi, Schweizer in Thailand. Den Kanal verlinke ich euch nachher. Guckt ihn euch an. Wenn ihr was seht, gebt ein Like und abonniert seinen Kanal. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, natürlich auch abonnieren. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, wir sind heute auf Tour, eben von... Das werden wir im Laufe der Tour noch vorstellen, weil... Gut. Wir wollen wir nicht zu viel verraten, oder? Wir besuchen jetzt verschiedene Destinationen. Welche das genau sind, erzählen wir euch im Video. Das ist auch nicht das letzte Mal, dass wir auf Tour sind, weil wir wollen euch Pattaya zeigen, wie es wirklich ist und dass Pattaya tatsächlich Thailand ist. Also, seid gespannt, es geht los. Zwei Motorroller und 4 Personen unterwegs rund um Pattaya, um euch mal die Destinationen zu zeigen, die es außerhalb des Ortes gibt. Erste Station, Suriland Café. Rund um Pattaya gibt es nicht nur viel Landschaft zu sehen und viele Wats mit vielen Buddhas. Es gibt auch jede Menge Cafés mit allerlei Skurrilem und Kuriosem. Hier sind wir in Suriland, einem Café, eine Mischung zwischen Museum und Trödelmarkt. Aber gehen wir rein und seht es selbst.
In die Gitarre kann man hineingehen. Da ist ein Aussichtsturm oder eine Aussichtsplattform drin. Und wenn man oben angelangt ist, hat man zum einen einen Überblick über das Gelände auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann man dann sehen, nichts als Gegend in der Gegend. Und weiter geht's mit unseren Motorrollern zum nächsten Ziel. Jungle Moon nennt sich das Areal, ein Café und auch Restaurant, angelegt über mehrere Ebenen, also verlaufen im Dschungel ist hier durchaus möglich. Weiter geht's zum letzten Punkt unseres heutigen Ausritts. Hier fühle ich mich zurückversetzt in das Amerika der 50er Jahre. Szenen, die ich nur in Schwarz-Weiß und aus dem Fernsehen kenne. Hier höre ich Fury wirren und Lassie bellen. Nur die Autos haben es hier nicht ganz so gut überstanden. Auf der einen Seite Schrottplatz und Werkstatt. Auf der anderen Seite amerikanische Traumvorstadt aus den 50er Jahren. You can kiss him. Das Areal gehört zum Apinha Hotel Resort. Unterkünfte können hier gemietet werden. Ja, und auch auf der Plattform vom Leuchtturm aus kann man sehen, nichts als Gegend in der Gegend. So, das war unser
Ausflug outside Pattaya. Den Video habe ich schon zurechtgeschnitten und habe schon mal das Hemd gewechselt und auch jetzt anständig zugeknüpft. Bin mal gespannt, was da an Kommentaren kommt. Es war ein heißer Tag, das Video haben wir mittags aufgenommen und ich habe halt ordentlich geschwitzt. Vielen Dank, lieber Pius, dass du mit dabei warst. Die Ausfahrt schreit nach Wiederholung. Wir werden das Ganze auch wiederholen und wir werden uns andere Destinationen auch so außerhalb Pattayas. Wer wissen möchte, wo wir waren, der kann da selbst hinfahren. Zum einen, ich verlinke euch die Cafés unten in der Beschreibung, beziehungsweise ich gebe euch zumindest mal den Namen bekannt. Und ich zeige euch mal hier im Hintergrund, und da blende ich mich jetzt aus, auf Google Maps, wie ihr hinkommt. Also, wenn ihr euch einen Motorroller leiht, es ist gar nicht so schwer, dahin zu kommen. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tut Gutes, habt Spaß und genießt euer Leben. Tschüss, euer Stefan.